Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face, direkt neben dem Berliner Hauptbahnhof. Und heute zu Gast ist die großartige Modeschöpferin Selma Gedig. Um ehrlich zu sein, steht sie schon sehr lange auf unserer To-Do-Liste. Herzlich willkommen. Einblendungen von Raul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und nutzt einen Elektrorollstuhl. In roter Schrift, Krauthausen, face to face, in einem Raum mit Fensterfront. Herzlich willkommen, Selma. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Freut mich auch, hier zu sein. Wie würdest du dich bezeichnen? Modeschöpferin, Modedesignerin? Um ehrlich zu sein, bezeichne ich mich nicht so gerne als Modedesigner, weder als Modedesignerin noch als Modeschöpferin. Vielleicht einfach Selma und dann sage ich ganz oft Unternehmerin. Das, was ich mache, ist ja mehr als Mode zu schöpfen. Aber du hast recht, es ist der Kern meiner Arbeit. Ich habe bei den Recherchen die Aussage gelesen, dass es mehr Mode für Hunde gibt als für kleinwüchsige oder behinderte Menschen. Aber das zeigt ja auch wieder, was für einen Fokus vielleicht unsere Gesellschaft setzt, auch in der Modebranche, was für ein Fokus gesetzt wird, was überhaupt die Trendtopics sind. Würdest du sagen, du hast eine Marktlücke entdeckt? Ja, definitiv, weil es eigentlich bis dann, als ich angefangen habe mit dem Thema, mich mit Bekleidung und barrierefreier Mode auseinanderzusetzen, kaum Unternehmen gab, die sich mit dem Thema befasst haben, weder DesignerInnen noch Unternehmen. Und ich würde schon sagen, dass die Arbeit von auf Augenhöhe mit zu einer Pionierarbeit gehört, ja. Und wie genau diese Arbeit aussieht und was ihr bei auf Augenhöhe macht, das schauen wir uns in einem kurzen Einspieler an. 5 kleinwüchsige Models präsentieren vor verschiedenfarbigen Hintergründen das Label auf Augenhöhe. Eine Kimono-Jacke in Orange, mit passender schmal geschnittener Hose, sportliche Pullis, Jacken und Wollmützen, taillierte Jumpsuits in Weinrot und Taubenblau, gestreifte Freizeithemden, Jeans, ein Blouson in Weinrot, eine Hemdbluse in Petrol. In weißer Schrift, feel the change no matter the size. Fashion for little people now and forever. Clothes that fit. Hashtag wie auf Augenhöhe. Vielleicht noch mal ganz zum Anfang. Du hast Modedesign an der HTW studiert und durch deine Cousine, die selber kleinwüchsig ist, bist du auf die Idee gekommen, Mode für kleine Menschen zu machen? Oder wie war die Geschichte? Genau so. Ganz am Anfang habe ich in Amsterdam an der AMFI studiert, Amsterdam Fashion Institute, und da ging es viel über nachhaltige Mode. Themen, die in Berlin an meiner Uni noch gar nicht vor 10 Jahren irgendwie behandelt wurden. Und als ich dann zurückkam nach dieser Reise nach Berlin, war ich mir total unsicher, warum ich das überhaupt noch mache, was ich mache, weil ich mich überhaupt mit der ganzen Industrie gar nicht mehr verbunden gefühlt habe und ich auch nicht wusste, was überhaupt meine Aufgabe ist in so einer Fucked-up-Industrie. Und ich war mir sicher, dass ich auf gar keinen Fall die nächste Designerbluse für Menschen machen werde, die so oder so schon genug haben. Und was genau ist jetzt so, wie du sagst, fucked up an der Modeindustrie? Ich meine, man kennt das ja wahrscheinlich immer aus den ganzen Skandalen, die so auftauchen, dass es irgendwie alles Wegwerfmode ist oder dass es irgendwie nicht fair produziert wurde. Aber was genau hat dich schockiert oder entsetzt? Auch das, weil mein Thema mit Auf Augenhöhe hat ja ungefähr 2013 angefangen. Da war ja auch die Rana Plaza-Geschichte. In Bangladesch. Genau, in Bangladesch. Aber auch ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich, mich ist überhaupt nicht interessiert, ob die Bluse oder das Kleidungsstück gelb, blau oder rot ist. Und mich interessiert es auch eigentlich gar nicht, wo die Tasche und die Knöpfe gelegt sind. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass ich eventuell gar nicht die klassische Designerin bin, weil mich das ja alles eigentlich nicht so richtig interessiert. Und da fing es dann langsam an, dass ich verstanden habe, eigentlich mag ich ja mehr das konzeptionelle Arbeiten und aus einer Idee ein Produkt zu schöpfen. Und wie es dann am Ende aussieht, ist mir auch schon wichtig, aber nicht primär. Vielmehr ging es mir auch in meinen Arbeiten als Studentin um Themen, die irgendwie mich bewegen, die die Welt bewegen und das dann als in einer Kollektion auszudrücken. Und dann hattest du deine Cousine vor Augen und es gibt in Deutschland 100.000 kleinwüchsige Menschen, was ja dann irgendwie vielleicht sogar ein Markt ist.
Was war denn bis zu dem Zeitpunkt das Problem, was Mode für kleine Leute angeht? Also, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, war es genau so, dass ich halt mit meiner Familie und mit meinen Freunden darüber gesprochen habe, dass ich eventuell abbrechen möchte. Und als wir dann über den Grund von diesen Gedanken von mir gesprochen haben, auch innerhalb der Familie, haben halt meine Geschwister, auch meine Eltern direkt gesagt, ey, sag mal, das, was du gerade erwähnst und was du eigentlich machen möchtest, ist ganz nah bei dir. Und dann wusste ich halt relativ schnell, dass es um meine Cousine geht, Funda, die in der Türkei wohnt. Und so fing es halt an, als ich da mit Funda darüber gesprochen habe, habe ich dann nochmal recherchiert, wie überhaupt kleinwüchsige Menschen einkaufen und habe dann den Bundesverband kleinwüchsiger Menschen und ihre Familien entdeckt. Und als ich dann das erste Mal zu einem Kleinwuchstreffen eingeladen wurde, ist mir halt aufgefallen, dass alle Menschen, mit denen ich das erste Mal gesprochen habe, genau das Gleiche sagen wie meine Cousine. Also es ist ein systematisches Problem. Und wieso ignoriert die Modewelt eigentlich Menschen, die ein Teil von der Modekultur, so sage ich immer, sein möchten? So fing das ganze Forecasting, Trendrecherchen und das ganze Thema wurde auf einmal puff, total groß und ich konnte mich gar nicht mehr davon lösen, weil ich verstanden habe, dass es eigentlich nicht nur um kleinwüchsige Menschen geht oder um meine Cousine geht, sondern um ein größeres, globales Problem. Also war es für mich auch ein sozialpolitisches Thema, was ich natürlich auch total spannend fand. Mhm. Was ich so spannend fand, das hast du in einem Vorgespräch mal erzählt, dass die kleinwüchsigen Menschen, die du weltweit besucht hast, dass ihnen allen gesagt wurde, dass ihre Körperform einzigartig sei. Ja. Was du aber herausgefunden hast, gar nicht der Fall ist, weil es gab ein Muster. In jedem Land, wo ich war, und ich kann ja mal so aufzählen, in Deutschland, in Spanien, in Frankreich, in den Niederlanden, in Norwegen. Und dann hast du recht, in meinem Masterstudium hatte ich die Möglichkeit, in Chile zu studieren. Und dann habe ich auch die Initiative ergriffen, dort kleinwüchsige Menschen zu vermessen und mich mit denen zu unterhalten. Und auch in Bolivien und Peru. Und du hast vollkommen recht, alle Menschen und wirklich alle haben gesagt, naja, es gibt ja auch keine Mode, weil mein Körper einzigartig ist. Es ist doch überhaupt nicht wirtschaftlich relevant, extra für meinen Körper maßgeschneiderte Produkte zu machen. Und ich dachte mir dann immer, als man das gesagt hat, okay, aber mein Körper ist doch auch ganz anders als der Körper von meiner nicht behinderten Freundin. Und trotzdem können wir uns am Konfektionsgrößensystem bedienen, obwohl wir komplett unterschiedlich gebaut sind. Ist es wirklich so, dass man einzigartig ist? Oder ist es eher so, dass niemand eine Recherchearbeit begangen hat, um wirklich die Körper von Menschen mit Behinderung, die nicht zum konventionellen Größensystem passen, ja, zu verstehen? Und das wollte ich dann machen, weil ich das irgendwie blöd fand, einfach zu sagen, auf der Seite von der Industrie, zu sagen, wir machen Mode nicht für behinderte Menschen, weil die Körper einzigartig sind. Aber es war ja nicht nur die Industrie, die gesagt hat, die Körper sind einzigartig, das lohnt sich für uns nicht, sondern es war auch die Hochschule, die dir gesagt hat, ein System zu entwickeln, das die Konfektion von kleinwüchsigen Menschen systematisch irgendwie erfassen kann, das ist unmöglich. Das stimmt. Was hast du denn herausgefunden dann? Ich habe halt herausgefunden, dass es möglich ist, dass es Parallelen gibt. Aber das habe ich tatsächlich schon in den ersten Messungen bemerkt. Zum Beispiel? Habe ich gemerkt, dass der Gesäßumfang sich sehr ähnelt, dass die Körpergrößen irgendwie Parallelen haben. Je mehr Menschen ich vermessen habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass die Körper eigentlich gar nicht einzigartig sind. Und du hast nicht nur 3, 4 Leute vermessen, nein, 15.000. Also ich habe 15.000 Körperdaten gesammelt. Ja. Und ich habe mehr als 800 Leute vermessen. Ich glaube, es sind sogar mittlerweile mehr. Ja. Also es war wirklich schon Groundwork, aber auch so ein bisschen obsessed, muss ich sagen. Wenn ich so ein bisschen an die Jahre zurückdenke, es gibt auch Videos und Fotos von meinen Mitbewohnerinnen, die von mir gemacht wurden, wo ich mit Schnittkonstruktion einpenne, wo ich irgendwie auf meinem Bett liegen überall Stoffe und ich bin total damaged, weil ich halt so wirklich obsessed war. Es hat mir aber auch irgendwie Spaß gemacht, muss ich sagen. Irgendwie war es insgesamt ein bisschen voll die coole und wichtige und wunderschöne Recherchearbeit, die daraus entstanden ist. Und worauf muss man jetzt als Modedesignerin achten, wenn man Mode für Menschen mit Achondroplasie zum Beispiel macht?
ganz kurz gesagt, dass ich nicht zu tief in die Materie reingehe, sind die verkürzten Armlängen in der Schnittführung zu beachten, sehr, sehr wichtig. Dann der ausgeprägte Gesäßumfang, die Oberschenkel. Die meisten haben auch ein Hohlkreuz, dass man das bei der Schnittführung achtet, damit die Hosen hinten nicht abstehen. Lass uns kurz über auf Augenhöhe sprechen. Das ist nicht einfach nur, da kommt jemand vorbei und misst deinen Körper aus und dann bekommst du deine ideale Bluse, sondern ja, arbeitet mit 15 vordefinierten Größen, die man in einem Online-Shop ganz klassisch kaufen kann, nur eben für andere Körper, als die man vielleicht sonst bei Zalando und Co. finden würde. Erklär uns, wie das funktioniert. Das entwickelte Größensystem ist tatsächlich unsere Existenz. Es ist nicht nur die Tabelle, das Konfektionsgrößensystem als Tabelle oder als Liste gesehen, sondern auch die Schnittkonstruktion für verschiedene Produkte in verschiedenen Größen, aber auch unsere Größenfinder-Applikation. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zum Beispiel im Online-Shop einkaufen möchtest und nicht weißt, welche Größe du hast, gibt es ja einen Button, wo steht irgendwie sowas wie, finde meine Größe. Und dann gibst du ein, wie groß du bist, wie viel du wiegst und was für ein Style, regular, slim. Und dann spuckt dir die Applikation raus, welche potenzielle Größe du von dieser Firma hast. Ganz oft ist es so, wenn ich bei diesen Shops gucke, dann ist die kleinste Größe, die du angeben kannst, 1,20 Meter. Aber ich bin kleiner als 1,20 Meter und dann funktioniert das schon gar nicht mehr. Genau, und dann haben wir halt gesagt im Team, okay, wir haben ja die ganzen Daten. Und also man muss sich das auch auf Augenhöhe so vorstellen, wir haben kleinwüchsige Menschen vermessen, Menschen mit Rollstuhlnutzende Menschen, Menschen mit Down-Syndrom und haben es auch mit blinden Menschen ausgetauscht. Aber primär sind wir nach außen gegangen mit kleinwüchsigen Menschen aus verschiedenen Ressourcengründen. Aber wir haben so viel Know-how und so einen Schatz von wichtigen Produkten, die wir eigentlich auch übersetzen können in neue Technologien, wie zum Beispiel so einen Größenfinder. Die Mission von Auf Augenhöhe, die schauen wir uns noch mal in einem Video an. Ein großer und ein kleinwüchsiger junger Mann haben Hemden und Hosen getauscht. Selma arbeitet an einer Nähmaschine. Sie hat lange dunkelbraune Locken und braune Augen. Der Reißverschluss einer Blousonjacke wird hochgezogen. Die fünf Models posieren in Kleidung von Augenhöhe. Selma aus dem Off. Es ist ein Irrtum zu behaupten, dass kleinwüchsige Menschen in der Kinderabteilung einkaufen gehen können. Sie haben doch eine komplett andere Proportion. Das ist nicht möglich. So recherchierte ich, ob es wirklich keinen Anbieter gibt, das Bekleidung für kleinwüchsige Menschen herstellt. Fand nichts und entschied mich. Dann mach ich's. Selma vermisst mehrere Menschen. Auf einem Laufsteg präsentieren kleinwüchsige Models vor Publikum das Label. Die BesucherInnen applaudieren. Drei kleinwüchsige Menschen klatschen ab. In weißer Schrift auf schwarz, auf Augenhöhe Inclusive Fashion. Die Models vor den farbigen Hintergründen. Eine Brünette. Auf Augenhöhe macht Mode für alle Menschen, denn die Modeindustrie hat uns jahrelang ignoriert und bietet keine Mode für alle Körperformen an. Und das soll sich ändern. Ein Braunhaariger. Wir machen Mode auf Augenhöhe, von auf Augenhöhe. Das heißt Mode für alle Menschen. Für eine Modebranche, die inklusiv und barrierefrei ist. Selma? Und genau dafür brauchen wir euch. Für unsere Produktionsvorbereitung, für einen inklusiven und barrierefreien Online-Shop und für ein effizienteres Online-Marketing. Alles für alle. Wir kennen uns ja schon auch eine ganze Weile, privat. Du hast auch schon Sachen für mich designt. Und es ist wirklich merkbar ein Unterschied, auch von der Passform, wie das einfach für meinen Körper besser passt, als wenn ich jetzt einfach in einem Modeladen einen Anzug für ein kleines Kind kaufe. Aber eine Sache, die mich am meisten geflasht hat, ich nenne es immer die Schulleistengeschichte. Du warst in Pirmasens, wenn ich mich recht erinnere, bei dem größten Hersteller für Schulleisten. Kannst du die Geschichte noch mal erzählen? Die hat mich wirklich umgehauen. Also das Ganze hat so angefangen, dass ein Schulfreund von mir, der Jakob, bei dieser Firma, also bei Framas, arbeitet. Und ich habe auch Füße vermessen von kleinwüchsigen Menschen mit der Idee, dass auch irgendwann
passende Schuhe entwickelt werden kann, mit einer Firma zum Beispiel zusammen. Und daraufhin meint dann irgendwann mein Schulfreund Jakob, ich habe mal mit unserem Chef gesprochen, ob es möglich wäre, dass wir uns diesem Thema widmen. Und wir haben alle mega Bock. Hast du nicht Lust, mal vorbeizukommen? Und das habe ich dann auch gemacht. Und dort habe ich auch den wirklich super faszinierenden Peter kennengelernt. Peter macht schon seit mehr als 40 Jahren, falls ich mich richtig erinnere, Schuhleisten für große Firmen. Um noch mal kurz zu sagen, ich wusste nicht, was eine Schuhleiste ist. Ich auch nicht. Aber eine Schuhleiste ist im Prinzip ein Stück Holz in der Form eines Fußes, um den herum quasi der Schuh entwickelt wird. Ganz genau. Die haben wirklich ein Archiv von, weiß ich nicht, mehreren Zehntausenden verschiedenen Schuhleisten für Firmen, die wir alle kennen. Und ich war total gerührt, dass wir in so eine Firma eingeladen wurden, die mit uns zusammen Produkte entwickeln möchten für Menschen, die schon so lange drauf warten. Und die noch nie zuvor von denen gesehen waren. Genau. Und dann meinte Peter zu mir, okay, Sama, jetzt zeig doch mal, was du hast. Lass uns doch mal zusammensetzen und zeig doch mal, was du so hast. Und dann habe ich meine Maße gezeigt, mein System auch für Füße. Also ihr müsst euch vorstellen, es gibt auch ein Konfektionsgrößensystem für Schuhe, die auf Augenhöhe schon entwickelt hat, aber die nicht auf dem Markt sind, weil wir keine Anbieter oder weil wir auch nicht die Expertise haben, Schuhe zu entwickeln. Wir haben ja nicht die Maschinen und SchneiderInnen. Und dann hat Peter angefangen, die Schuhleiste, die erste Schuhleiste in der ersten Standardgröße zu entwickeln und meinte dann zu mir, dass er glaubt, dass kleinwüchsige Menschen gar keine Schuhe tragen können. Das muss alles ja so schmerzhaft sein. Er versteht es einfach nicht. Er meinte, wir müssen uns alle zusammensetzen, mit kleinwüchsigen Menschen zusammen, um wirklich, ich möchte verstehen, wie diese Menschen einkaufen. Das muss unglaublich schmerzhaft sein. Das erinnere ich mich noch. Erzähl. Du meintest, dass du gar nicht weißt, ob das den Leuten wehtut. Und hast dann die Leute angerufen. Ja, und hast gefragt, sag mal, wenn ihr Schuhe kauft, tut es weh oder wenn ihr sie tragt? Und dann meinten die, naja, entweder sind die Schuhe zu lang, ja, damit sie in der Breite passen, ja, oder sie sind zu eng, ja, damit sie nicht zu lang sind. Ja. Und das ist dann jeweils das Schmerzhafte. Ja. Und aus dem System heraus habt ihr dann Schuhgrößen theoretisch, ja, euch überlegt. Ja. Und was mich da so beeindruckt hatte, war, dass es am Ende gar nicht so viele Schuhgrößen sind, die übrig bleiben, bei einem ausgewachsenen Kleinwüchsigen. Ja, ganz genau so ist es. Und wie schön ist es, weil das war wirklich immer unser Wunsch, dass wir erstmal mit kleinwüchsigen Menschen anfangen, aber dass es darüber hinaus weitergehen muss und wir am liebsten eigentlich mit Unternehmen zusammenarbeiten möchten, gar nicht alleine in unserem Süppchen, weiß nicht, unser Süppchen kochen möchten. Ich habe einen Ausdruck richtig gesagt. Und die kleinwüchsigen Menschen, die ich kenne, die tragen dann oft maßgefertigte Schuhe vom Orthopäden, die dann oft so versuchen, cool auszusehen, aber man von vorne bis hinten erkennt, dass es einfach kein echter Chuck oder kein echter Air Force One oder keine echten Doc Martens. Ich habe mich dann gefragt, warum gibt es nicht, keine Ahnung, den Nike Air Force One, den Weltschuh oder Chucks, auch ein Weltschuh, in dieser Größe? Genau, es ist. Du musst ja nicht jede Form, jedes Design in dieser Größe haben, aber zumindest die erfolgreichsten. Ja, genau, das frage ich mich nämlich auch, weil das ist. Aber ich glaube ganz fest immer noch daran, das mag sein, dass es ein bisschen naiv ist, das glaube ich aber nicht. Mittlerweile glaube ich das wirklich nicht, dass es naiv ist. Und ich glaube ganz fest daran, dass das genau alles in Zukunft passieren wird. Apropos Zukunft, wir reden jetzt hier so über Schuhgrößen und Marken über Standards, die man entwickeln könnte, die noch nicht entwickelt sind. Und dann gibt es da draußen Firmen, die ja als Hauptgeschäftsfeld haben, Ideen zu klauen und zu kopieren. Hast du dann davor Angst oder jetzt ist eigentlich genau auch dein Ansinnen, dass Hauptsache die Idee erblickt das Licht der Welt und ihr solltet vielleicht sogar offiziell Kooperationen machen mit großen Firmen? Nee, ich habe aus zwei Gründen keine Angst davor. Der erste Grund ist, es ist gar nicht so einfach, das einfach zu kopieren. Also rein technisch ist es gar nicht so einfach. Also man müsste wirklich dann Grund auf irgendwie wieder diese Recherchearbeit leisten und so weiter. Und lass uns sagen, und jetzt kommt der zweite Grund, warum ich keine Angst habe, lass uns sagen, es wird alles kopiert.
dann habe ich auch davor keine Angst, weil ich mich dann irgendwie für die Community freue. Und das ist wirklich so, dass es dann irgendwie, wir sind sowieso so ein People-over-Profit-Unternehmen. Klar wäre es total traurig, wenn wir einfach kopiert werden, aber andererseits, wie schön es ist, wenn wir mit unserer Arbeit ein Teil davon waren, eine inklusive Modewelt zu formen. Was Neues, du bist jetzt bei the Founders Initiative von Porsche, von denen wirst du unterstützt. Was genau bedeutet das? Das Ganze fing ja so an, dass mich Jörg Reinbold vorgeschlagen hat bei der Founders Initiative. Und hier muss ich sagen, dass ich Jörg Reinbold gar nicht kannte. Nein. Nein, ich kannte Jörg Reinbold nicht. Und das ist auch irgendwie, das ist auch schön, die Geschichte von Auf Augenhöhe nochmal zu erwähnen, weil alles, wie Auf Augenhöhe sich entwickelt hat, wie es erschaffen wurde, wie es gegründet wurde, kommt wirklich aus einem ganz organischen Wachstum heraus. Ich hatte eigentlich nie vor, ein Unternehmen zu gründen. Ich dachte, ich werde jetzt ein Projekt entwickeln im Rahmen meines Studiums und werde mich dann bewerben in den klassischen Unternehmen und werde da wahrscheinlich das Thema rund um Inklusion vorantreiben. Und das Ganze hat sich aber natürlich ganz anders entwickelt, weil mein Weg sich dahin geformt hat. Zum Beispiel fing es damit an, dass dann mein Professor gesagt hat, Sema, während deines Masterstudiums werde ich dich für eine Begabtenförderung anmelden bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes, damit du ein Stipendium bekommst. Und ich dachte dann irgendwie so, hä, ein Stipendium brauche ich doch nicht, ich habe doch BAföG. Und so fing das an, dass ich dann irgendwie Unterstützung bekommen habe von Menschen, die an mich und an meine Vision geglaubt haben. Und das Gleiche war mit Jörg Reinbold. Ich kannte Jörg Reinbold überhaupt gar nicht. Und er hat mich als Gründerin der Porsche Founders Initiative vorgeschlagen. Und jetzt, weil dadurch, dass sie noch am Anfang stehen mit dieser Initiative, wird sich herausstellen in den nächsten Monaten, wie das überhaupt weitergeht, ob es überhaupt eine Förderung geben wird und wie sich das entwickelt. Aber im ersten Sinne ist es so, dass ich mit Auf Augenhöhe auserwählt wurde, wir ein Kampagnenvideo bekommen haben und die Sichtbarkeit zum Beispiel bei New York Times und so und wir mit einem Preisgeld dotiert wurden. Und mehr ist das aktuell noch nicht und ich hoffe, dass das natürlich weiter sich entwickelt, weil wir schon in Gesprächen sind, wie man mit Porsche an unserer Seite inklusive Kampagnen entwickeln kann. Porsche für kleinwüchsige Menschen. Barrierefreie Autos, weiß ich nicht, ob das... Aber klar, wir sind auf jeden Fall im Austausch, wie wir weiterhin zusammenarbeiten können. Das Kampagnenvideo haben wir tatsächlich hier. Das schauen wir uns mal an. In einer Halle leere Näharbeitsplätze. Selma? You could say that my label started out of a rebellion. I wanted to show the fashion industry how messed up it is. Sie sitzt vor einer Wand mit Graffiti. Sees at eye level. Fotos von Selma und ihrer Cousine. When we visited my family in Turkey, we wouldn't talk about my cousin Funda's dwarfism. If she needed a glass from the shelf, then she preferred that we only help when she asked. It made me realize that the world around her is not built for her. Ein Maßband. In fashion school, I kept asking myself, why am I doing what I'm doing? I really couldn't see how the industry could align with my values. But starting from that time, I have now measured around 800 people of short stature. And I also created the first universal sizing system for the community. Selma vermisst Menschen. The feeling you get when you pull on a pair of pants with a perfect fit is the main reason we've been able to achieve 0% returns. But even more than that, I think there is an emotional attachment to buying something that really takes your experience into consideration. Ultimately, I want to build a completely inclusive fashion community. You're not just a fashion label. There's a true feeling of community, and to me, this is really beautiful. Eine inzwischen etablierte Tradition in dieser Sendung ist, dass die Gäste ein Mitbringsel mitbringseln. Was hast du heute mitgebracht? Genau, ich habe hier ein Maßband mitgebracht und tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber auf Türkisch heißt es Nasalboncuk. Genau, mit dem Maßband, damit fange ich erstmal an, habe ich mitgebracht, weil das mich einfach mein Leben lang bis heute immer noch begleitet. Ich mit diesem Maßband, nicht aber mit einem Maßband,
behinderte Menschen vermessen habe. Ich eigentlich so ein Maßband auch immer in meiner Tasche habe. Hast du immer eins dabei? Ja. Das heißt so im Zug random in der S-Bahn, oh, sie haben aber interessante Körperformen, darf ich sie mal vermessen? Tatsächlich, Raul, mache ich das nicht mehr, aber am Anfang habe ich das gemacht. Und bisher haben sich dann auch dadurch voll die schönen Kontakte ergeben. Aber ich hatte schon immer sehr viel Angst und Respekt davor, aber das habe ich gemacht. Du hast ja jetzt jahrelang Menschen vermessen. Ja. Du bist wahrscheinlich behinderten Menschen körperlich näher gekommen, ja, als die meisten da draußen. Ja. Hat das deinen Blick auf Behinderungen geändert? Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Also ich vermesse dich jetzt und ich stelle mich vor dich, Summer, und ich möchte, dass du mich vermisst, ist ja schon eine, so würde ich sagen, sehr intime Beziehung, die man da in diesem Moment führt. Und auch irgendwie so ein Vertrauen von beiden Seiten, die einem vorgestellt wird. Also ich fand das sehr interessant, als du mich vermessen hast. Mhm. Weil du bist nicht die erste Person, die mich vermessen hat. Aber bei dir war das insofern anders, weil du hast keine Bewertung gemacht. Nee. Und das ist mir sofort aufgefallen. Du hast halt gesagt, ja, der Arm ist so und der Arm ist so. Und nicht, du hast nicht gesagt, der Arm ist kürzer als der. Mhm. Also stimmt, ich habe immer nur in Zentimetern geredet. Genau. Immer so technisch, das stimmt. Ja. Nee, du hast recht, ich möchte auch gar nicht Körper bewerten. Und ja, das ist total interessant, das Thema, weil mittlerweile weiß ich auch gar nicht mehr, was schön und was hässlich ist zum Beispiel. Will ich auch gar nicht. Und dein zweites Mitbringsel? Ein augenförmiges blaues Amulett. Das türkische Auge, also Nazarboncuk. Und ganz am Anfang, als ich die ersten Gespräche geführt habe, wo die verschiedensten Menschen mit Behinderung gleich über den Alltag gesprochen haben, welche Diskriminierungserfahrungen die Person erleben und so etwas, musste ich immer an dieses türkische Auge denken. Und das ist so eine Tradition, so eine türkische Tradition, dass man irgendwie zum Beispiel, wenn ein Kind neu geboren wird oder wenn man eine wichtige Präsentation hat und so, gibt es so ganz, ganz kleine türkische Augen mit so einem Sicherheitsnadel, die dann irgendwie meine Eltern zum Beispiel mir immer mitgegeben haben, wenn ich irgendeine wichtige Präsentation hatte oder so. Ja, das heißt Abwehr gegen böse Blicke. Und ich dachte immer, eigentlich müsst ihr alle so einen Nasalbonjuk tragen, was halt Abwehr gegen böse Blicke ist. Die ersten Logos, als wir über auf Augenhöhe nachgedacht, was für ein Logo wir haben möchten, gab es auch immer das türkische Auge als Basis. Und auch die Farbe Blau war dann eine wichtige Farbe, mhm, und so weiter. Die beiden Sachen habe ich mitgebracht. Sehr schön. Ja. Liebe Simmer, du hast recht, man hätte da noch mal zwei Sendungen dran anschließen können. War sehr, sehr schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut. Ich hätte auch noch viel mehr gerne gewusst über unterschiedliche Kulturen und Vorstellungen, mhm, von Moden, Designs und so weiter. Das machen wir vielleicht noch ein andern Mal. Bis dahin freue ich mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Krauthausen Face to Face. Das war Krauthausen Face to Face. Hörfilmfassung, Nikolai Produktion im Auftrag der ABM, in Clomedia 2024.